Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir eBay Travels. In diesem Video verraten wir euch, warum eure nächste Reise unbedingt nach Kreta gehen sollte und was uns an der Insel nicht wirklich gefallen hat. Kreta hat uns gefallen, weil... Wer die griechisch-mediterrane Küche liebt, kommt in Kreta voll auf seine Kosten. Frische Salate, bunte Vorspeisen, zartes Lammfleisch, frisches Seafood, köstliches Gemüse und Wein gibt es auf Kreta an fast jeder Ecke. Eine griechische Delikatesse sind außerdem die vielen Käsesorten, die aus der Milch von Schafen und Ziegen gewonnen werden. Gerade auf dem Land, abseits von Massentourismus, befinden sich die besten Tavernen. In den typischen Ferienorten haben sich die Restaurants eher auf griechische Klassiker und internationale Standardgerichte spezialisiert, während man an abgelegenen Orten die traditionelle Inselküche genießen kann. Wir haben für euch vorgekostet und sind begeistert von Souvlaki, Moussaka, griechischen Salat und Baklava. Kreta hat uns gefallen, weil... Kreta ist ein besonderes Highlight für Katzenliebhaber. An jeder Straßenecke sieht man Katzen. Die Vierbeiner sind fast alle sehr zutraulich und freuen sich über Streicheleinheiten. Großteils werden sie auch von den Einheimischen geduldet und sogar öfter gefüttert. Leider gibt es wie in den meisten südlichen Ländern auch auf Kreta viel zu viele Streunerkatzen und im Straßenverkehr muss man höllisch auf die fälligen Vierbeiner aufpassen. Das hat uns nicht so gefallen auf Kreta. Kreta ist 254 Kilometer lang und 60 Kilometer breit. Die 8.336 Quadratkilometer große Insel ist die fünftgrößte Insel im Mittelmeer. Das mag sich zunächst nicht allzu groß anhören. Wer allerdings denkt, dass man in Kreta in nur wenigen Minuten von A nach B gelangt, irrt gewaltig. Im Landesinneren ist die Insel von Gebirgen durchzogen. Möchte man daher vom Norden in den Süden gelangen, muss man sich auf engen, serpentinen Straßen durch die Gebirgswelt kämpfen. Wir hatten bei unserem Aufenthalt zwei verschiedene Unterkünfte. Eine in der Nähe von Irakion und die andere in der Nähe von Chania. Obwohl wir unsere Ausflüge genauestens geplant haben, kam es nicht selten vor, dass wir mehr als 4 Stunden pro Tag im Auto verbracht haben. Ein eigener Mietwagen ist unserer Meinung nach daher ein absolutes Must-Have auf Kreta. Kreta hat uns gefallen, weil... Kreta ist unglaublich vielfältig und bietet so viel mehr als nur goldene Sandstrände und türkisblaues Meer. Wer Action liebt, kann beim Windsurfen über die Wellen flitzen oder beim Tauchen die Meereswelt bestaunen. Wanderer können in den Bergwelten die angebliche Geburtshöhle von Zeus besuchen. Wer die Architektur bestaunen möchte, ist im Palast von Knossos an der richtigen Adresse. Ein Spaziergang auf der venezianischen Festungsmauer rund um Iraklios Altstadt klingt ebenso verlockend, wie sich einfach mal treiben lassen in den malerischen Gassen von Rethymno oder Chania. Das hat uns nicht so gefallen auf Kreta. Wer zum ersten Mal nach Kreta reist, könnte sich vielleicht darüber wundern, dass man sein Toilettenpapier nicht in die Toilette, sondern in einen nebenanstehenden Eimer entsorgen muss. Dies ist aber nicht nur in Griechenland der Fall, sondern ist uns insgesamt schon einige Male untergekommen. Der Grund für die separate Entsorgung liegt zum einen an den zu kleinen Rohrquerschnitten der Abwasserrohre und zum anderen daran, dass einige Gebäude schlichtweg nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. Kreta hat uns gefallen, weil... Kreta lockt mit einer unglaublichen Vielzahl an Stränden. Von klassisch-griechisch mit sanften Wellen und türkisblauem Meer bis zum Südsee-Feeling und der raschelnden Palmen. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Die meisten Urlauber erkunden Kreta von den großen Urlaubsorten an der Nordküste aus. Doch gerade im Süden befinden sich unserer Meinung nach einige Strände, die für Naturliebhaber ein absolutes Highlight darstellen. Wer dem Massentourismus entgehen möchte, sollte daher auf jeden Fall die vielleicht etwas längere Fahrzeit in Kauf nehmen und abgeschiedene Strände wie zum Beispiel den Sweetwater Beach oder den Agios Pavlos Sandhill Beach besuchen. Ausnahmslos alle Strände, die wir besucht haben, sind sicher und kinderfreundlich. Auch für den ein oder anderen Drink am Strand ist so gut wie überall gesorgt. Kreta hat uns gefallen, weil... Ein Urlaub auf Kreta lohnt sich aufgrund des milden Klimas das ganze Jahr über.
Wer Kreta im Frühling besucht, kommt genau rechtzeitig zur Blütezeit der Insel. Ab März sind Temperaturen um die 20 Grad keine Seltenheit. Bereits in der Vorsaison von Mai bis Juni kann man sommerliche 25 Grad auf der Insel erleben. Ebenso in der Nachsaison. Generell zählt Kreta mit 300 Sonnentagen im Jahr zu den sonnenreichsten Inseln des Mittelmeers. Wie ihr sehen könnt, überwiegen die positiven Seiten auf Kreta bei weitem. Und wir können wirklich jedem empfehlen, die Insel selbst zu erkunden.